Ansonsten geht es bei dieser Gamescom natürlich vor allem um das Allerneueste in Sachen Computerspiele, aber erstaunlicherweise nicht nur. Denn auch bei den Gamern gibt es offenbar schon so eine, hey, früher war es aber auch ganz schön, Fraktion. Elektronische Retro-Spiele aus Gameboy und C64-Zeiten zum Beispiel sind bei vielen Gamern extrem beliebt. Bei der Gamescom gibt es jetzt sogar eine eigene Retro-Abteilung und in der Nähe vom Kölner Mediapark, da gibt es Retro-Spiel, ein Laden für alte Rechner und Konsolen, für neu aufgelegte Retro-Spiele und für die alten Originale. It's me, Mario! Super Mario, Sonic, Tetris oder Wonder Boy. Auf der Gladbacher Straße können Retro-Spiele-Fans ihre Kindheitserinnerungen aufleben lassen. Vor 4 Jahren hat Inhaber Christoph Noll seinen Laden aufgemacht. Man verbindet halt mit alten Spielen oder alten Konsolen verbindet man halt so eine gewisse Zeit, eine Ära. Und ja, das ist so persönlich für mich der Reiz, dass man halt so ein, eine Erinnerung hat an früher vielleicht und dass das eine schöne Zeit war und sich daran gerne zurückerinnert. Und das hat man sofort, sobald man halt so ein altes Spiel einlegt, beginnt sofort eine kleine Zeitreise. Probespielen, stöbern oder sich beraten lassen. Das alles kann man hier im Laden in der Altstadt machen. Ganz egal wie alt. Denn auch die Jüngeren sind fasziniert von Retro-Spielen. Manche ältere Spiele sind halt viel schwerer. Oder auch bei neuen Spielen, da muss man sich die Hälfte noch dazu kaufen, wenn man das Spiel schon hat. Oder es ist nur online. Und außerdem halt bei Gameboy-Spielen, da gibt es halt manche, die kann man nur auf dem Gameboy spielen. Für andere Plattformen gibt es sie nicht. Und da fände ich das halt schade, wenn ich die nicht spielen könnte. Das Geschäft mit Retro-Spielen läuft so gut, dass auch die Big Player wie Nintendo oder Atari alte Kultspiele mittlerweile wieder neu rausbringen. Die meisten Retro-Spiele-Fans wollen davon aber nichts wissen. Gerade die alte Grafik ist reizvoll. Und ich bin eigentlich so ein Fan von Bitmap-Grafiken, von allem, was 16-Bit ist, was handgezeichnet ist. Das macht mir mehr Spaß als Polygon-Spiele. Ich habe zwar auch alle aktuellen Konsolen, aber ich sammle seit 20 Jahren jetzt und das ist meine größte Leidenschaft. Viele Retro-Spiele-Fans sind oft auch Sammler. Mike hat fast 700 Spiele. Da wird bei gestandenen Kerlen schon mal das innere Kind geweckt. Die Schlümpfe, es ist ein gut gemachtes Jump'n'Run. Und die Schlümpfe sind ziemlich zum Ende der Mega Drive-Epoche erschienen, sodass sich die halt auch als Sammlerobjekt immer lohnen. Und die Versionen sind schwer zu bekommen. Viele Spiele, auch die Schlümpfe, sind nur in Deutschland erschienen. Und deswegen sind halt das Versionen, die man noch besonders sucht. 150 Euro hat Mike für 3 Spiele bezahlt, um seine Sammlung zu vergrößern. Die früher Kinder waren, die Leute, die jetzt erwachsen sind, im Erwachsenenalter sind, die haben auch noch nicht alle Spiele, die sie damals gerne gehabt hätten. Das heißt also, da gibt es einen Nachholbedarf, der noch gestillt werden muss. Ums ganz große Geld geht es Christoph Noll nicht. Sein Laden ist Leidenschaft. Und er will auch an die Spieleentwickler von damals erinnern, die Videospiele zu einem Meilenstein gemacht haben.